Moin, moin meine aktiven Freunde und herzlich willkommen. Und wie ihr schon am Titel gesehen habt, geht es heute um Infinity Warfare. Ja, mit dabei ist wie immer Solution, sag einmal hallo. Was geht? Ah, ich darf sagen moin, es geht natürlich, heute. Digga. Und mit dabei ist der Red Hat Elotrix, sag einmal ey, hallo. Ey Leute, was geht? Elotrix ist hier und so. Und jetzt sind erstmal mein Penis in die Hand, weil dann ist alles in Ordnung. So sieht's aus, Freunde der gepflegten Unterhaltung. Und im Hintergrund seht ihr natürlich gerade den Infinity Warfare Gameplay. Ich bin im Übrigen nicht in Los Angeles, wie einige von euch gedacht haben. Hat folgenden Grund, ich habe einfach keinen Bock. Nicht kalt, ja, also... Ich wurde auch eingeladen, aber mich und Monte hat der Flug absolut gekillt das letzte Mal. Ja, also ihr müsst euch ja vorstellen... Bei mir natürlich genau das gleiche, Kappa Klaus. Danny wurde in dem Fall nicht eingeladen, weil... Dazu sagen wir mal nichts. Also wenn ich jemanden gönnen würde, da hinzufliegen, dann wäre es Danny. Aber gut, das soll auch nicht das Thema sein. Also die Cast und ich haben einfach keinen Bock. Man ist ja so gefühlt 20 Stunden im Flieger unterwegs. 50 Stunden waren es, glaube ich. Ja. Von Frankreich nach L.A. Nee, absolut, das waren 12 Stunden, aber man wusste ja, ist ja auch scheißegal. Auf jeden Fall hatten wir keinen Bock auf den Flug. Und ja, wir wollen heute mal so ein bisschen die Reaktion von uns euch wiedergeben, wie wir so den Trailer bzw. auch die Gameplays wahrgenommen haben. Ihr seht jetzt ja schon, dass im Hintergrund auch die Map, wie heißt die nochmal schnell? Sag schnell. Terminal, genau. Lag mir auf der Zunge, no homo. Terminal zu sehen ist also, ja, ich sag jetzt mal ganz kurz, was ich prinzipiell erstmal davon halte. Sieht alles ganz okay aus, haut mich jetzt nicht um, sagen wir es mal so. Und ja, das Rumgehüpfe ist einfach ein Punkt, der mich persönlich stört. Bevor ich weiterrede, nochmal einen speziellen Gruß im Übrigen an die Two Epic Buddies, die mir das Gameplay hier geklärt haben. Direkt. Und ja, sehr raus. Korrekt. Grüße gehen raus. Also, Freunde, ich freue mich auf das Spiel, keine Frage, denn wir werden es auch suchten, auch wenn ich prinzipiell nicht so gehypt bin auf das Spiel, trotzdem habe ich Bock drauf. Aber dieses Rumgehüpfe, ich weiß nicht, ob es an meinem Alter liegt, ich werde halt auch nicht jünger. Ich habe da nicht so einen Bock drauf. Ich hätte mich über ein klassisches COD gefreut mit einem normalen Bodenkampf. Ja, keine Ahnung. Wie seht ihr das, Jungs? Erstmal Danny, sag du mal. Ja, also da sind wir vom gleichen Schlag. Ich glaube, wir alle drei sogar, dass wir halt diesen Oldschool-Shit feiern. Aber da kommen wir auch her, Digga. Genau, genau. Schon COD so lang. Genau, so ist es halt. Aber ich denke einfach... Dass die Zeit einfach trotzdem geil wird. Ich denke, man sollte das nicht so heftig schlecht reden. Klar, sieht es nicht so heftig aus, muss ich ehrlich sagen, aber es wird trotzdem Bock machen, einfach, weil man mit den ganzen Leuten, die man einfach feiert, immer zusammenzockt. Also ich probiere immer positiv an die Sache heranzugehen, so ein bisschen. Ja, man darf positiv. Man darf ja nicht vergessen, dass man auch schön leveln kann, neue Waffen. Neue genau, Streets. Allein das Feeling ist immer schon absolut. Genau. Ich hätte mich aber persönlich halt einfach mehr gefreut, wenn es nicht mit diesem Black Ops 3 Movement gewesen wäre. Viele von euch mögen das. Carsten, wie siehst du das? Also, du hast ja auch das Gameplay gesehen. Ja, also erstmal muss ich sagen, als ich das Gameplay gesehen habe, wenn ich jetzt nicht gewusst hätte, das soll COD darstellen, ich habe so im ersten Moment. So vom Grafik-Style habe ich echt an Counter-Strike irgendwie gedacht. Also kann sein, dass wir dieses Mal was Neues ausprobieren haben. Wir zitieren mal kurz die Two Epic Buddies. Sieht aus wie ein Free-to-Play-Spiel. Habe ich hart gefeiert, den Spiel. Ja, ich auch. Also, ich bin nicht ganz so kritisch wie Monte und Solution, weil ich sehe das so, Freunde der Sonne. Wir haben uns ja jetzt schon an dieses Movement gewöhnt von Black Ops 3, ne? Und deshalb denke ich, wird es von Anfang an mehr Spaß machen, weil man halt von Anfang an das Movement schon drauf hat. Man geht ja direkt von Black Ops 3 dann in Infinity Warfare und das Gameplay ist einem nicht fremd. Also ich sehe das nicht so kritisch und ich denke, das wird mehr Spaß machen als Black Ops 3 sogar am Anfang. Und natürlich, wie Monte und Solution gesagt haben, neues Spiel, man kann wieder leveln, man kann wieder die Streaks austesten, die Waffenaufsätze, man kann höchstens Prestige leveln und ich denke so, ja, das wird auf jeden Fall trotzdem wieder ein paar Monate uns Spielspaß bescheren und da sollten wir auf jeden Fall zufrieden sein. Und ja, COD 4 Rework ist ja auch noch mit dabei. Genau, und das wollte ich auch gerade sagen, Digga. Ich sehe das haben wir sogar noch das Remake von COD 4, was man nicht vergessen darf. Das heißt, im Grunde, wir haben ja zwei neue CODs in Klammern jetzt dieses Jahr. Und was ja auch bekannt gegeben worden ist, dass alle 16 Maps im Remake verfügbar sind. Das ist richtig geil. Das ist eine sehr gute Nachricht sogar. Das finde ich auch ziemlich nice. Ich freue mich auch auf geile Remakes. Vorhin haben wir ein bisschen gescherzt. So, wie geil wäre es, wenn dann noch im COD 4 Remake so eine Map wie Afghan von MW2 geremaked werden würde. Also das wäre schon echt Deluxe. Ja, ist schwierig zu sagen. Also Carsten und ich haben eben noch drüber gequatscht. Wir werden dieses Jahr auf jeden Fall nicht wieder so in den Hype starten, wie wir es sonst gemacht haben. Und dann eher wie nach 2 Monaten sagen, scheiße.
Wir freuen uns auf ein Spiel, so ist es nicht, aber die Freude ist etwas gedämpft, will ich jetzt mal sagen, meinerseits zumindest. Aber wir haben ja noch ein COD 4 Remake, ihr könnt auch gerne eure Meinung in die Kommentare posten. Ich weiß nicht, Jungs, wollt ihr noch abschließend was sagen, was ihr noch auf den Lippen habt? Ich glaube, alles gesagt, außer dass ich mich mega auf die Streaming-Zeit wieder mit euch allen freue und dann geht's ab. Ja, normal, da denke ich, können sich alle drauf freuen. Das wird auf jeden Fall eine geile Zeit, so 100%. Wahrscheinlich ist wieder mein Internet down in der Zeit. Und Hannes hat einen Paketverlust. Ja, für was mal hat jemand vorhin in deinen Chat geschrieben? Ich habe mehr Paketverluste als DHL. Real Talk aus dem Auto. Ja, ist echt so Real Talk aus dem Auto. Naja, Freunde, eure Meinung gerne in die Kommentare. Hier ein chilliges Ründchen, gediegen um kurz vor 3:30. Und ich würde sagen, also bei uns jetzt wären es 3 Uhr nachts. Und ja, ich würde in dem Sinne einfach sagen, das sind alle frische Baumeln. Denny sagt auch nochmal tschüss. Halt einfach. Ja, ja, das ist auch nicht richtig. Auch ein Digga. Ist natürlich nur Spaß. Und Carsten sagt auch nochmal tschüss, Digga. Jo, lasst euch gut gehen. Danke fürs Zuschauen. Bis zum nächsten Mal. Haut rein. Ciao, ciao. Abonnieren.